So, dann kommen wir zur am ersten Advent zur zweiten großen Videoanalyse hier bei JFT Live Trading TV. Und jetzt habe ich eben die US-Indizes mitgebracht. Doch zunächst einmal erstmal der Risiko- und der Haftungsausschuss. Die Analysen stellen nur meine Meinung dar. So, dann schauen wir erstmal den Wochenchart an. Jetzt habe ich diese Pfeile, sind der Anfang Dezember bzw. die erste Woche nach dem 1. Dezember eben markiert. Hier ein Stück weiter später, dass es hier nochmal eine schwarze Kerze gibt, aber diese Kerzen, die nächsten zwei, drei Kerzen, größere Kursverluste finden eben dann ab dem 9. und hier eben ab dem 8., 12. statt. Ja, also diese Woche könnte es noch ein Stück eben nach oben gehen. Kleines Stück muss er aber auch nicht. Dann könnte es noch mal größere Gewinnmitnahmen folgen. Ja, in den Bereich noch mal von 2050 rum wäre noch mal ideal. Das wären jetzt hier aber auch nur 2,5%. Aber trotzdem sollte man diese letzten Hinweise nicht unbedingt ignorieren. Kommen wir zu den Chartbildern. Da habe ich jetzt hier den Nasdaq zuerst Parketthandel mitgebracht. Hier ist es auch ganz wichtig, unterhalb der 4700er Marke, also kein Tagesclose darüber, wird auch eher auf fallende Kurse spekuliert, ohne dass jetzt aktiv ein Setup hier eingezeichnet ist. Ja. Also die grauen Pfeile ist ein vages Setup. Im Future, da ist es im Prinzip schon deutlicher. Hier ist alles unter 4720 noch im Widerstandsbereich und erst darüber sollten dann neue Kaufsignale entstehen. Also wenn es hier eine eindeutige Umkehrkerze folgen sollte, kann man hier short gehen, aber mit sehr engem Stopp. Hier der S&P 500 Index. Hier gibt es eben auch noch ein Widerstandsband, was sich etwa bis 2105 ausdehnt. Erst ein Tagesclose, also ein Daily Close darüber, sollte neue Kursfantasie für die Bullen bringen. Darunter ist immer noch eine neue dreiwellige Abwärtsbewegung möglich. Beim Dow Jones Index, hier ist die psychologische Marke, die 18.000 auch. Jeweils noch an der Special Marke hat sich hier der Dow Jones festgefressen, kam über keinen Tagesclose darüber und hier ist es genau angelaufen. Auch hier ist eine neue Abwärtsbewegung eben auch möglich und auch im Prinzip mit engem Stopp handelbar. Das letzte Setup ist aber eben hier noch bullish von Freitag. Hier wurde das ja ab 10 Uhr etwa hier verfolgt, nach dem Video, nach dem ersten Live-Video. Sollte das erste Kursziel ist sehr exakt herangelaufen. Und anschließend nochmal ein Rücksetzer an den EMA 200. Der Stoppkurs wurde nicht, auch nicht hochgesetzt, blieb hier unten. Und aktuell stehen wir wieder an dem ersten Kursziel. Hier heißt es über 17.835 oder 40 Punkten kann hier nochmal eine Aufwärtsbewegung stattfinden. Wie hoch die geht, ob die ein neues Verlaufshoch mit sich bringt, wird sich zeigen. Aber hier sind aus diesem Stundenchart noch keine wirklichen Short-Signale ableitbar. Deshalb neue Stundenpläne bzw. Handelspläne werden dann Anfang nächste Woche erfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche noch weiter einen schönen Sonntag.